Und als letztes ist der HMF Charger verkauft worden, der als erstes gebaut wurde, und zwar an den Heiko. Danke, dass du auch mitmachen willst als Produktetester. Und auch mal hier noch eine kleine Kurzerklärung dafür, ganz privat für dich. Den Akku habe ich mit den drei anderen Ladegeräten schon vorbehandelt. Da ist es schon etwas vorgeladen. Und mal schauen, ob wir das mit dem hier noch ein bisschen vollenden können. Einschalten. Dann ist er schon, was ist er denn hier? Ist er hier schon bei 7 Volt? Was soll das denn? Moment. Aus. Sowas. Jetzt kann man hier nicht im ausgeschalteten Zustand die Volt einstellen. Das ist natürlich nicht so schön. Ah, doch. Kann man. Alles klar. Okay. Dann gehen wir hier mal runter. Auf 4 Volt ungefähr. So. 4,0 Volt. Die Ampere könnten wir noch höher stellen, wenn wir wollten. Jetzt haben wir es auf 3,8 begrenzt, aber die schafft er ja sowieso nicht. So bei 2 Ampere hier ist ungefähr Schluss. Und dann schalten wir nochmal ein. Jawohl, und jetzt klingt es auch schon besser. Jetzt können wir uns mal die Ampere anzeigen lassen. Wir wollen es nicht setten, wir wollen uns die Ampere anzeigen lassen. 400 mA haut er jetzt schon rein. Und auch hier ist es jetzt leider so, wie bei dem Video vorher, dass diese Ist-Volt-Anzeige, die hier oben noch eingebaut ist, erst losgeht ab ungefähr 2,5 Volt. Ja. Tut mir jetzt auch für dich ein bisschen leid. Dafür siehst du hier zumindest die Milliampere-Stunden, die reingehen, was das Ladegerät vorher nämlich nicht konnte. Aber dafür konnte das andere Ladegerät wenigstens die Volt-Anzeige sehen. Naja, hat jeder so sein Für und Wider. Gut, du bist jetzt erstmal so halbwegs im Bilde, wie das hier sich so verhält. Du kannst dann auch im Betrieb dann die Voltzahl natürlich verringern oder erhöhen, wie du möchtest. Und dann eben mit den jeweiligen Milliampere deinen Akku laden, so wie du es brauchst. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß miteinander, auch für dich gilt, wenn irgendwas damit ist, ne, was, egal ob es verschuldet oder nicht verschuldet ist, für nicht verschuldete Sachen komme natürlich ich auf, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert. Ja, da gebe ich schon mal eine gewisse Garantie. Und auch wenn verschuldet irgendwas passieren sollte, kannst dich ruhig melden. So teuer bin ich nicht, denke ich. Aber trotzdem, wenn möglich, mit Vorsicht behandeln. Ne? Alles klar. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Und ja, auf Feedback würde ich mich freuen. Egal ob positiv oder negativ. Bis später. So, ich habe es nicht übers Herz gebracht. Ich habe den kleinen Bug noch behoben. Ne, noch eine extra Stromversorgung an das Panel rangelegt vom Lüfter. Ne, Lüfter dreht sich trotzdem noch ausreichend. Ja, somit kannst du jetzt auch 1,2 Volt Zellen direkt in der Spannung betrachten, ohne dass du mit dem Multimeter rangehen musst. Ja, doch. Also für das Geld, was ihr dafür bezahlt habt, das muss schon sein. Was werden das? Man muss ja, klar, man muss ja einzelne kleine Zellen regenerieren. Ne? Also von daher geht es ja gar nicht ohne diesen Messbereich von unter 2,5 Volt. Okay, also nichts für ungut. Ihr bekommt so, also du bekommst so, wie du es gekauft hast, wie es beschrieben war. Viel Spaß damit!